Wir sind hier, wir sind jetzt, wir sind Kies und es ist unser höchstes Vergnügen, sich mit euch auf diese Art und Weise zu teilen, in einer Zeit, in einem Moment, in dem bestimmte Gruppen ihre Interessen versuchen voranzubringen und anderen aufzudrängen. Wir freuen uns, unsere Perspektive mit euch auf diese Art und Weise teilen zu können. Die Zukunft. Das, was die Menschen als Zukunft verstehen, als Zukunft zusammengestalten durch Medien, durch Nachrichten, durch Ideen, die öffentlich geteilt werden, denen mehr Gewicht zugeschrieben wird als anderen, da sie von sozusagen öffentlichen Quellen stammen, dazu möchten wir das Folgende sagen, euch daran erinnern, dass jeder einzelne von euch individuell und dann dadurch auch zusammen als Kollektiv natürlich sehr mächtig ist. Das, woran du selbst persönlich glaubst, das, was für dich funktioniert, für dich wirksam ist, ist wirklich, worum es hier geht. Natürlich gibt es bestimmte Glaubenssysteme, mit denen ihr euch mehr oder weniger in der Gruppe identifiziert, mehr in der Gruppe als persönlich identifiziert, ein Rudel Verhalten, in das manche Menschen abgleiten. Darum geht es. Wenn solche Informationen euch vorgelegt werden, Informationen, die nicht unbedingt oder nicht wirklich eine ultimative Wahrheit sind, aber nur eine Perspektive, ihr müsst für euch entscheiden, was wirklich für euch eure persönliche Wahrheit ist, damit ihr auch dann eure persönliche Erfahrung haben könnt. Unterbewusst macht ihr das sowieso. Also geht es darum, das, was unterbewusst ist, mehr bewusst zu machen und sich dessen mehr bewusst zu werden, was euch unterbewusst vorgeschoben wird, durch Gruppen, die ihre eigenen Interessen vertreten und nicht wirklich sich um die Interessen der gesamten Gesellschaft kümmern, denen diese Interessen wirklich völlig egal sind. Du und noch einmal, du, jeder einzelne von euch, ist ein Schöpfer, ein Wesen, das schöpft. Deine eigene persönliche Realität zu jeder Zeit. Und es fängt alles an mit deinem Glauben daran, damit, woran du am meisten glaubst
bewusst und unterbewusst. Und die Geschichte, die du dir selbst erzählst, von deiner Höhenperspektive, die Geschichte, die du dir selbst erzählt hast über dich selbst und an die du am meisten angefangen hast zu glauben, das ist, was sich abspielt in deinem Leben, in deinem Hier und Jetzt, was dir erlaubt, die Lektionen, die dir erlauben, sich zu strecken, sich selbst fortzubilden. Es geht um diese Lektionen, die du selbst vorbereitet hast, von einer höheren Perspektive. In diesem Sinne bist du wirklich der Schöpfer deiner eigenen Erfahrung. Und wir sind hier, um dich daran zu erinnern, um dich an etwas zu erinnern, das du im tiefsten deines eigenen Wesens bereits weißt. Und wir danken dir für diese Möglichkeit, sich mit dieser Information, dieser Realität mit dir zu teilen zu können. Wir sind hier, wir sind jetzt, wir sind Keys und nur eine Perspektive, ein Teil deines Hörenseins.